Darf ich mal? Nur ganz kurz. Ich möchte nicht stören. Ich möchte Sie nur sehr herzlich begrüßen. Ein wirklich nettes Publikum heute. Da muss ich mich ja in aller Form vorstellen. Gestatten Sie? Ich kaufe. Weiter. Du kaufst. Er, sie, es kauft. Wir kaufen. Ihr kauft. Weiter, der Nächste. Sie kaufen. Nein, nicht nur ich. Sie alle kaufen. Sie alle kaufen bei Spar und sparen beim Kauf. So sah für viele das Ende des Krieges aus. Die Städte lagen in Trümmer und die Hoffnung auf bessere Zeiten auch. Nach mühseligen Aufbaujahren kam 1948 die Währungsreform. Über Nacht waren die Schaufenster wieder voll. Wir mussten wieder kaufen lernen. Ich kaufe, du kaufst, wir alle kaufen. Und das brachte das Wirtschaftswunder mächtig in Schwung. Die putzmunteren 50er brachten bescheidenen Wohlstand für alle. Alles blitzte wieder vor Sauberkeit. Und damit das so blieb, genau dafür sorgte die Werbung mit den verlocktesten Angeboten. Nun gibt's was Neues? Etwas ganz Neues, Frau Werner. Sehen Sie mal hier, Sunil. Sunil, aber du siehst doch nichts Neues mehr. Wenigstens nicht für mich. Aber sagen Sie, gibt Sunil tatsächlich? Das strahlende Weiß, meinen Sie das? Tatsächlich. Wollen Sie es sehen? Hm? So sieht es aus. Und so wäscht man damit. Hm, ohne Einweichen? Ohne Einweichen und ohne Enthärten. Nur ins kalte Wasser hinein und umrühren. Aber das Wasser wird ja auch... himmelblau und klar wie ein Bergsee. Und so weich und mild. Wie Regenwasser, nicht? Jetzt wird das Wasser ja immer dunkler und dunkler. Und die Wäsche immer weißer und weißer. Und nach dem Aufkochen braucht man sie nur noch 10 Minuten ziehen zu lassen. Das sieht ja Berge von Schaum. Das ist wirklich meine größte Überraschung. Und das alles so einfach, so schnell und so sparsam. Mutti, Mutti, das ist vom Himmel geflogen. Ja, das scheint ja fast auch so, sieh mal. So strahlend weiße Wäsche durch Sunil. Sunil. Mit Verlaub, ich bin der Staub. Bin zu nichts Nutz, mach überall Schmutz. Ich bin ein Feind der Sauberkeit, wo's geht, mach ich mich breit. Wo man mich lässt, setz ich mich fest. Ich geh auf Rauch und mache Staub. Und mache alles dreckig, fleckig, speckig, hei, jo, hei! Progress bringt Hilfe, Progress bei Tag. Progress entfernt jeden Staub. Der Teppich wird wunderschön wie ein Gedicht. Die Farben sind wieder hell und licht. Progress macht die Arbeit zum Kinderspiel. Progress, das heißt Qualität. Ja, Progress, der ist kaum schön und leistet sehr viel. Ein ganz ideales Gerät. Auf Bogen und Ring.
Sitzen und zwischen den Sitzen der Staub wird sehr gründlich entfernt. Man säubert behende Gardinen und Wände sehr schnell, denn gelernt ist gelernt. Mit dem Pinsel wird hier noch in Staub das Klavier. Progress spart dir Mühe und Zeit. Die Venus geniert sich, die dreht sich und ziert sich, doch nun strahlt sie voll Dankbarkeit. Progress vernichtet die Motzen gut. Progress fährt ganz hinaus. Verflixt habe ich eine Wut. Progress, der ist gründlich und säubert gut. Progress, mach alles adrett. So weiß möchte ich auch wieder sein. Kannst du haben. Komm her, Persil ist goldrichtig. Erstaunst du, was? Himmel, was wollt ihr denn? Persil, Persil, Persil. Oh, Backe. Mein Persil reicht dann aber nur für weiße Westen. Ja, unsere weiße Weste verdanken wir Persil. Es ist für uns das Beste. Persil, bleib doch Persil. Der Hein von der Marine, der wäscht nur mit Persil. Sogar uns Pinguine, Persil, bleib doch Persil. Es ging allen wieder gut. Nach langen Jahren der Entbehrung hatte man vieles nachzuholen und das tat man dann auch. Eisbein und Sahnetorten machten es sich auf den Hüften bequem, was nicht ohne Folgen blieb. Der Mensch, der Satte und Bequeme, hatte bald Gewichtsprobleme. Jedes Problem hatte seine Lösung. Diese hieß gesunde Ernährung. Meine lieben Hörer, wir sind hier im Zimmer unseres Babys, das gerade sein Fläschchen ausgetrunken hat. Na, wie hat's denn geschmeckt? Mimi, Mimi. Das hört man gern. Was gab's denn Gutes? Hi, Mimi, Mimi. Alete, na dann ist es ja kein Wunder. Damit bin ja ich auch groß geworden. Erzählen Sie uns doch mal etwas über Alete. Alete gibt das Beste, was ein Baby braucht, um gesund und munter zu sein. Psst. Ach, da kommt ja auch die Frau Mama. Wir unterhalten uns nämlich gerade über die Ernährung. So interessant. Nun, da haben Sie sicher schon allerlei erfahren. Ja, uns wird aber auch interessieren, was du, Verzeihung, was Sie davon halten. Ja, ich nehme Alete, weil es meinem Kleinen so gut bekommt. Es schmeckt gut und das Kleine gedeiht immer besser. Ich kann sicher sein, dass nichts passiert. Und die Zubereitung ist denkbar einfach, denn Alete ist ja gebrauchsfertig. Richtig, alles in Alete. Ich bin Millie die Kuh. Und möchte euch gern von meiner Kraft etwas abgeben. Milch ist das vollkommenste Nahrungsmittel der Natur und sollte darum zur täglichen Kost jedes Menschen gehören. Trinkt Milch an allen Tagen, jedermann kann sie vertragen. Sie schenkt Kraft und Wohlbehagen und ist gesund für groß und klein. Denn mit Eiweiß, Vitaminen, Fett und Zucker will sie ihnen zu gesunder Haltung dienen. Die Milch, die Milch, die Milch, trinkt Milch an allen Tagen. Jedermann kann sie vertragen. Sie schenkt Kraft und Wohlbehagen und ist gesund für groß und klein. Milch macht schön und Milch macht fit. Wer Milch trinkt, kommt im Leben mit. Milch macht kräftig und macht froh. Wir lieben Milch doch nur noch so mit Nesquik. Ja, Nesquik. Milch schmeckt mit Nesquik wunderbar. Wir trinken sie nur noch mit Nesquik, klar. Milch zu trinken macht erst Spaß. Aus dem großen Nesquik-Glas. Erst die Milch, dann Nesquik zu. Schnell mal rühren und im Nu hat man Nesquik. Nesquik. Nesquik köstlich, warm und kalt. Schmeckt
uns allen jung und alt. Nesquik, das neue Nestle-Erzeugnis mit dem Kakao-Feingeschmack. Mit Nesquik trinke ich meine Milch viel lieber. Vernunft ist bekanntlich die langweiligste Sache der Welt. Bei allem Bekenntnis zu gesunder Ernährung wollte man auch mal sündigen. Der Teufel lauerte hinter dem Weihwasserbecken und wer sollte ihm widerstehen? Jahrelang waren Schokolade und Kakao Fremdworte und Zucker gab es nur teelöffelweise auf Lebensmittelmarken. Jetzt sang die Werbung in den süßesten Tönen. Und für denjenigen, bei dem die Süßigkeiten doch Nebenwirkungen zeigte, sorgte auch damals schon der Apotheker. Susilein, was hast du denn da, Susilein? Zeig doch mal. Ja, hast du deinen Barry, komm. Brauche ich ins Geheimbuch, Alter. Na, dann wollen wir mal sehen, Susi, was? Das ist aber interessant. Kaugan? Kaugan? Kaugan. Suchst du etwas Bestimmtes? Ja. Ach, vielleicht das hier? Ja, danke schön. Bin gleich wieder da. Lili! Ja? Wer ist dieser Kaugan? Was du alles wissen willst. Bitte sehen. Na, warte. Kaugan! Na, warte! Aber gern. Ja, wissen Sie, ich möchte nämlich nicht, dass mein Mann etwas davon erfährt. Ja, das sicher. Oh, Verzeihung, entschuldigen Sie bitte vielmals. Sie sind also derjenige. Bitte, wer soll ich sein? Sind Sie Kaugan oder nicht? Nein, das hier ist Kaugan. Die schwedische Milchdiätmethode zum Schlankwerden. Von der du doch nichts wissen solltest. Ja, aber... Liebling. Entschuldige bitte. Also ich bin der Größte. Ich muss blind gewesen sein. Ja, das ist Kaugan. Die schwedische Milchdiät. Ein Mittel, das Ihnen das Schlankwerden leicht macht. Energie. Leistung. Ausdauer. Wie schafft man das bloß? Die Antwort: Zucker. Zucker in jeder Form. Zum Beispiel der Zucker auf dem Butterbrot. Schau, der Stern! Ja, der Stollwerkstern. Und wer jetzt brav ins Bett geht, bekommt... Stollwerk Altja! Also wer? Ich! Ich! Ich auch! Endlich Ruhe! Und? Stollwerk-Schokolade. Aus Erinnerung und Überzeugung. Stollwerk mit dem Drei-Kronen-Stern. Ach, wie wär das Leben traurig, gäbe es keinen Zucker mehr. Kinder hätten keine Freude, keine Lust zum Spielen mehr. Zucker zaubert. Zucker zaubert Energie. Seht ihr, so gedeihen sie. Ach, wie wär das Leben hässlich, gäbe es keinen Zucker mehr. So ein hübsches, junges Mädchen wäre dicklich, rund und schwer. Zucker zaubert. Ihre Linie bleibt so schlank wie eine Pinie. Das lässt sich beweisen. Zucker zaubert. Nehmt deshalb mehr. Was den Frauen die Süßigkeiten waren, waren den Männern Alkohol und Zigaretten. Trinken und Rauchen war Männersache. Frauen rauchten, wenn überhaupt, nur in Gesellschaft. Frauen waren Hausfrauen und Mütter. Sie bekamen Haushaltsgeld und trugen gestärkte Kittelschürzen oder Hemdblusen. Männer sahen schon beim Frühstück wie Herren aus. Sie wurden als Väter respektiert und sie lachten, wenn überhaupt, wohlwollend. So jedenfalls sahen sie in der Werbung aus. Ihr Gläschen zum Abend und ihre Zigarette zwischendurch hatten sie sich redlich verdient. Du sieh mal, ein Affe! Ja, Affen paffen. Vernünftige Menschen rauchen und genießen. Genießen naturreinen, feinen Landeweg Silber. Vor schwerer Wahl steht hier ein Mann. Welch Auto schaffe ich mir an?
Soll es ein großer Wagen sein? Ein mittlerer? Ein kleiner? Nein, als Limousine. Cabriolet als Kombi. Roadster. LKW. Der Mann, nicht immer gleich zufrieden, bei Weinbrand hat er klar entschieden. Für Scharlachberg, den Meisterbrand, der jedem Kenner wohl bekannt. Drum merke eins, denn das ist wichtig. Wähl Scharlachberg, dann wählst du richtig. Hier dein Frühstück und dein Hut. Deine Tasche, sei so gut, fahr behutsam. Denk an dich und an mich. Ich liebe dich. Hier, die Oberstolz vom Rhein. Später rauchen, steck sie ein. Und besorgst du mir die Seide zu dem bunten Sommerkleide? Beinahe hätte ich es vergessen. Was willst du heute Abend essen? Wenn du mich so reizend fragst, koch doch, was du selbst gern magst. Leicht bekömmlich muss es sein. Wie die Oberstolz vom Rhein. Und nun, meine verehrten Damen und Herren, darf ich Sie bitten, mit einzustimmen in das bekannte Schinkenhägerlied. Oh, wie wohl ist mir heut Abend, mir heut Abend. Ja, was war denn so erlaben, Schinkenhäger. Dein Herz wird froh, dein Kopf bleibt klar, Kopf bleibt klar, weil's ein Schinkenhäger war, Häger war. Schinkenhäger, Urquell. Mein Papi sagt, es gibt überhaupt gar keine bessere Zigarette auf der ganzen Welt als Royal Star. Viele Leute haben viele, viele Zigaretten probiert und haben gesagt, es gibt keine bessere Zigarette auf der ganzen Welt als Royal Star, sagt mein Papi. Ich habe Royal Star noch nicht probiert. Ich rauche nicht. Ich bin noch zu klein. Aber mein Papi sagt, es gibt auf der ganzen Welt keine bessere Zigarette als Royal Star. Und mein Papi ist der klügste Mann von der ganzen Welt. Kleider machen Leute, wusste schon Gottfried Keller. Der erste Eindruck entscheidet, meinten unsere Eltern. Und Tante Frieda sagte, ein Mann muss gepflegt aussehen, wenn sie dem widerstrebenden Onkel Hubert die Krawatte gerade rückt. Sich pflegen bringt Segen, und wenn er nur aus Bewunderung besteht. Wollten wir alle Filme zeigen, die zu diesem Thema schon gedreht wurden, es wäre ein abendfüllendes Programm. Aber ein paar Schmankerl sollten es schon sein. Beim Federball strahlt dein Gesicht, doch ach, du selber merkst es nicht, man lässt dich bald alleine und Freunde hast du keine. Denn wen man nicht gut riechen kann, tja, der bekommt auch keinen Mann. Was rettet dich? Nur ein Strich, körperfrisch, mit Back. Denn Back schenkt dir Geborgenheit und gibt für Stunden Sicherheit. Du wirst umschwärmt, man liebt dich, bist frisch und nichts betrügt dich. Bei Spiel und Sport siehst du es ein, willst du jetzt immer sicher sein, nimm Back. Nimm Back. Denn Back verleiht dir Sicherheit, erfolgreich bist du jederzeit. Du hast ja allerhand mit. Na, für so ein Wochenende. Moment. Was ist das? Das ist ein Oberhemdendressur. Da sind 6 Oberhemden drin. 6? Ich habe nur eins mit. Und mit dem, das ich anhabe, genügt das. Ein ganzes Hemd bei allem, was wir vorhaben. Na, das möchte ich erleben. Das wirst du sehen, im Hotel. Egon, du bist sehr elegant. Bis auf das Hemd. Wie bitte? Sehr. Wirklich elegant und modern ist dein Künzel 6 Hemd. Es hat Form und lässt sich besonders bequem anziehen. Pass auf, wie man aus einem Hemd 6 Hemden macht. 6? Ja, 6. Daher der Name,
Künzel, 6 Hemd. Aha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die gleichen Verwandlungsmöglichkeiten kannst du genauso beim kurzärmeligen Künzel 6 Hemd haben. Ist ja toll. Der moderne Künzellook beruht außerdem auf der KK-Manschette. Sie wissen doch, die neue Manschette ohne Knopf und der beliebig verstellbaren Kragenweite. Großartig. Dieser Künzellook ist ja eine Oberhemdenmode für sich. Rockform, verstellbare Kragenweite, korrekter Kragensitz, KK-Manschette. Und 6 Verwandlungsmöglichkeiten. Stimmt. Das Künzel 6 Hemd. Das Hemd unserer Zeit. Nanu, wer tritt denn da heran? Max Schmeling, sieh mal einer an. Schon flirtet er ganz ungeniert. Mal sehen, wozu er sie verführt. Wie zart kann seine rechte sein. Und auch die linke setzt er ein. Sie scheint die Zeichen zu verstehen. Tut, was er will. Wie Sie ja sehen. Jetzt winkt er sie in seine Nähe. Na, wenn das Annie Ondra sähe. Doch unser Max ist gar nicht bange. Streicht sich genießerisch die Wange. Nein, nein, Max will sie nicht verführen. Er schwärmt vom trockenen Rasieren. Nicht sie hat unseren Max betört. Der Philips ist's, auf den er schwört. Na, wenn sich Max mit ihm rasiert, dann ist es klar, dass Philips führt. Dieses hier ist Adelheid, der Chef diktiert zu ihrem Leid sehr schnell. Und das macht sie nervös, oh je. Die Folgen sind recht bös, sie transpiriert und das geniert. Hier tanzt das hübsche Mädel mit Herrn Assessor Städel, sehr viel. Doch bald ist sie erhitzt, das hat zur Folge, dass sie schwitzt. Pardon, sie transpiriert und das geniert. Du merkst es nicht, du merkst es nicht, nein, nein, du selber merkst es nicht, wie die Gerüchte kriechen. Es kann dich keiner riechen und wen man nicht gut riechen kann, tja, der bekommt auch keinen Mann. Was rettet dich? Nur ein Strich? Körperfrisch. Mit dem Backstift. Mit dem Backstift. Du spürst es gleich, du spürst es gleich. Ja, ja, du selber spürst es gleich. Wer früher fortgeschlichen, der kann dich jetzt gut riechen. Wer einen guten Riecher hat, der hält den Backstift stets parat. Den Backstift, den Backstift. Backrot für Sie. Backgrün für ihn. Den Backstift. Ja, verwende ihn. Solange es noch an vielem fehlte, standen die Anschaffungen auf dem Wunschzettel oben an. Jedes neue Teil wurde bewundert und mit Stolz vorgeführt. Als man aus dem Gröbsten raus war, wagte man dann auch schon wieder zu träumen. Vom Urlaub, von Reisen, von fernen Ländern, vom eigenen kleinen Automobil. In der Werbung wurden diese Träume schon wahr. In Wirklichkeit hatten die meisten noch ein Weilchen darauf zu warten. Vielleicht, dass du plötzlich verreisen musst, vielleicht packt dich plötzlich die Reiselust, dann fang es doch diesmal gleich richtig an. Fahr lieber mit der Bundesbahn, ganz gleich ist es nah oder ist es weit, egal wenn es regnet und wenn's mal schneit, sei klug, lieber Freund, halt dich stets daran. Fahr lieber mit der Bundesbahn, ja, so ist das Reisen angenehm. Ja, so fährst du sicher und bequem. Ja, so kommst du schnell und pünktlich an mit der Bundesbahn. Du schläfst wie im Himmel die ganze Nacht. Kaffee wird dir morgen ans Bett gebracht. Im Nu kommst du da, wo du hin willst an. Drum denk daran. Fahr lieber mit der Bundesbahn. Nur 2% aller Arbeiter und Angestellten besitzen einen Wagen. Die anderen gehen zu Fuß
oder fahren so. Kein Wunder, dass der arme Mann nur noch vom Auto träumen kann. Diese Familie träumt auch von einer Ferienreise im eigenen Wagen. Doch der schönste Traum zerrinnt, wenn zu rechnen man beginnt. Ja, man müsste auch mit einem kleinen Einkommen sich ein Fahrzeug leisten können. Dann wäre es endlich möglich, auf den eigenen vier Rädern zu reisen und alle Wunschträume Wirklichkeit werden zu lassen. Man glaubt es kaum. Es fand Erfüllung, dieser Traum. Ja, alle diese Wunschträume haben Erfüllung gefunden. Erfüllung in der BMW Isetta, dem schnittigen Motorcoupé mit dem erprobten 250 Kubikzentimeter BMW-Motor, den die Welt bewundert. Herr Fröhlich spricht im Freundeskreise, begeistert von der Urlaubsreise, von wonnig schönen Ferientagen und was sich dabei zugetragen. Beweise scheinen hier zu fehlen. Münchhausen will uns was erzählen. Als ob ich sowas nötig hätte. Beweise. Hier, mit braun Paxette. Seht nur mal diesen Fotostapel. Mailand. Venedig. Rom. Neapel. Und manche ruhmbedeckte Städte. Erlebt. Geknipst. Mit braun Paxette. Man aß auch Nationalgerichte. Und diese heitere Geschichte ist immer wieder eine nette Erinnerung durch braun Paxette. Was mir gelang, gelingt auch Ihnen. Der Fachmann wird Sie gern bedienen und macht den Kauf noch außerdem durch Ratenzahlung sehr bequem. Versuchen Sie es drum. Ich wette, auch Sie schwören bald auf braun Paxette. Die Höhensonne strahlt so klar, ein Kraftquell rein und wunderbar. Doch einmal muss der Mensch nach Haus, da sieht es gleich viel finsterer aus. Es fehlt die Sonne, die gesunde, 2000 Kilo Schmutz pro Stunde wird eingeatmet, Ruß und Rauch, Benzingestank natürlich auch, dazu der Qualm aus den Betrieben. Wo ist die Sonne denn geblieben? Die Strahlen schieße ich zwar hinab, nur prallen sie am Dunstschild ab. Doch weil ich euch so wohlgesinnt, schenk ich euch hier ein Sonnenkind. Das gibt euch meine ganze Kraft, ein Wunderkind der Wissenschaft. Vor Krankheit und vor Müdigkeit schützt Höhlensonne jederzeit. Gesundheit, Frische, Glück und Wonne gibt euch die Hanau-Höhensonne. Original Hanau. Bei aller Reiselust durfte auch das Traute Heim nicht zu kurz kommen. Und dessen kommunikativer Mittelpunkt war, nein, nicht das Fernsehen, sondern das Radio. Die frühen 50er gehörten noch zu den Radio Days. Das Fernsehen ging 1952 auf Sendung, aber die Empfangsgeräte waren dünn gesät. Wer der stolze Besitzer eines Fernsehers war, konnte mit häufigem Verwandtenbesuch rechnen. Der Rest hörte begeistert Radio und für die gab es die abenteuerlichsten Angebote. Sie hören die Aufnahme. Otto, bitte sei doch nicht so albern. Aber gerne, Liebling. Manchmal benimmst du dich wie ein Kind. Die Musik ist doch viel zu laut. Otto, leise. Aber gerne, Liebling. Leise. Otto, das klingt ja so dunkel. Bitte dreh die Tonblende heraus. Aber gerne, Liebling. Heller. Also, Otto, jetzt kann ich überhaupt nichts mehr hören. Bitte lauter.
Aber gerne, Liebling. Jetzt wieder lauter. Otto, du rennst ja gar nicht mehr zum Radio wie sonst. Otto, du betrügst mich. Aber gerne, Liebling. Ich dirigiere fern. Was machst du? Ja, mit dem Grundig Ferndirigenten. Moment mal. Soll es heißen, dass ich jetzt nicht mehr zum Radio rennen muss? Her, hin, hin, her, so wie sonst? Du? Oh, wieso denn du? Ja, wer denn sonst? Ja, wer denn sonst? Pass mal auf. Einfach 3D-Klang einschalten. Und vom Sessel aus lässt sich auch bequem die Lautstärke regeln. Das ist ja wunderbar. Ja. Und immer kann man den richtigen Ton wählen. Bei Orchesterklang einfach diese Taste drücken und schon hast du das herrlichste Klangvolumen. Sogar kombinieren kann man. Ein herrlicher Geigenton. Rein und voll ist der Klang bei jedem Grundig-Gerät. Und bitte bedenken Sie eines. Grundig ist Europas größte Rundfunkgerätefabrik. Jedes Radio ist erst komplett mit dem Grundig Ferndirigenten. Gleich kommt das berühmte hohe C. Jetzt! Bravo, bravo, beinahe wie Caruso. Das müssen wir besonders zart aufnehmen. Der kostbare Ton wird behutsam der Antenne anvertraut, die ihn vorsichtig auf die Welle setzt, zum Empfang. Und jetzt kommt die Katastrophe. Was nützt ein wunderbares Radio, wenn es verbrauchte, heisere Röhren hat? Der schöne Ton wird jämmerlich verschandelt. Und was dann aus dem Lautsprecher kommt, oh je. Aber keine Sorge. Ihr Radio wird wieder klangschön durch neue Telefunkenröhren. Raus damit! Und jetzt wird Rundfunk hören wieder ein Genuss. Oft genügt schon eine neue Telefunkenröhre. Und der Ton wird wieder voll und klar. Auch das hohe C kommt strahlend mit neuen Telefunkenröhren. Lassen Sie Ihr Gerät durch den Fachhändler prüfen. Vielleicht sollten Sie es auch verjüngen durch neue Telefunkenröhren. Welche Musik das Herz begehrt, ob klassisch, ob modern man hört, man findet es auf jeden Fall bei Jazzton und bei Konzerthall. Ich. Du. S. Wir. Ihr. Alle hören und sehen mit Grätz. Schon in den 50ern hatten die Werbungtreibenden ein Problem, das bis heute nicht kleiner geworden ist. Je mehr Werbung man macht, umso weniger wird erinnert. Fragte man die Verbraucher, so hatten sie sich durchaus einige Filme gemerkt. Allerdings
wofür geworben wurde, erinnerten sie häufig nicht. Eine fatale Situation für diejenigen, die die Filme und deren Ausstrahlung bezahlen. Um diesem Übel abzuhelfen, entstand die Werbefigur. Man kann nicht für jeden Hersteller oder jedes Produkt eine Werbefigur erfinden, aber da, wo es gelingt, wird die Marke unverwechselbar. Darum erinnern wir viele der Figuren heute noch. Und einige sind immer noch in der Werbung aktiv. Von den Bergen her kommt der kleine Bär, wo das Alphorn erklingt. Jeder freut sich sehr über unseren Bär, der die gute Bärenmarke bringt. Überall wird er begeistert empfangen. Na, endlich lernt man sich auch mal persönlich kennen. Guten Tag. Grüß dich, Kollege. So was? Na, dann wollen wir mal schauen. Überall macht unser Bär neue Eroberungen. Man könnte fast neidisch werden. So ein Küsschen wird natürlich belohnt. Da ist sie ja schon, seine gute Bärenmarke. Die kennt wirklich jedes Kind. Na, die gehört doch in jeden Haushalt. Hup doch mal! Leider muss er jetzt gehen. Besuch uns recht bald wieder, lieber Bär. Ja, das hoffen wir alle. Komm bald wieder zu deinen vielen Freunden. Nichts geht über Bärenmarke, Bärenmarke zum Kaffee. San Sebastian in Guatemala ist ein kleines Städtchen. Aber heute hat es einen großen Bahnhof. Alles, was irgendwie mit Kaffee zu tun hat, ist hier versammelt. Denn ein wichtiger Mann hat seinen Besuch angesagt. Der Chibo-Kaffee-Experte. Für die Kaffeepflanzer von San Sebastian und ihre Familien bedeutet das Geld. Viel Geld. Denn in der Gegend von San Sebastian wächst guter Kaffee. Und für guten Kaffee, das weiß man nicht nur in Guatemala, hat der Chibo-Kaffee-Experte viel übrig. Wäre er sonst der Experte für Deutschlands meistgetrunkenen Kaffee? Wenn Sie guten Kaffee lieben, Chibo. Guten Appetit allerseits. Danke. Danke. Lass dir schmecken. Ja, wenn es so schmeckt, wie es aussieht. Aber bestimmt doch. Moment mal. Ja, ja, da fehlt etwas. Tatsächlich, da fehlt etwas. Natürlich fehlt etwas. Das ist ja Maggi Fridolin. Darf ich Sie in den Fragen des Geschmacks einmal kurz beraten? Da gibt es nämlich jetzt ein Prüfgerät, mit dem man im Voraus feststellen kann, ob ein Essen schmeckt oder nicht. Mit dem Ding da? Jawohl, mit dem Gaumometer. Zu Deutsch Geschmacksmesser. Na, wollen wir mal sehen. Leider nur mittelprächtig. Sagte ich nicht? Jawohl, du sagtest. Fehlt wirklich etwas? Klar, Tante Julchen, da fehlt Fondor. Fondor für den Feingeschmack. Fondor ist die moderne Art, feiner zu kochen. Hier im Schächtelchen mit 6 Würfeln oder im praktischen, formschönen Streuer. Entweder aufgelöst den Speisen beigeben oder beim Abschmecken und zur geschmacklichen Vollendung bei Tisch. Darf ich? Bitte, bitte. Jetzt hat's geklingelt. Donnerwetter. Das schmeckt ja auf einmal großartig. Und der komische Apparat? War ein Scherz, Tante Julchen. Den gibt's nicht. Aber Fondor gibt's. Maggis Fondor. Mit Fondor schmeckt sogar dein Lieblingsgericht noch mehr nach deinem Lieblingsgericht. Wie schön. Freunde, Fondor verfeinert die Speisen und bringt ihren natürlichen Eigengeschmack zur vollen Entfaltung. Es ist bekannt in aller Welt, Herr Unrentabel stiehlt dein Geld. Denn noch gibt's, was ihm behagt, alte Öfen hoch betagt.
Alte Herde, die viel fressen und ihn mästen währenddessen. Da ist der einzig richtige Schritt, Herrn Unrentabel einen Tritt. Herr Unrentabel nimmersatt versucht, wo er noch Chancen hat. Ich bin neu und spare Kohlen. Auch bei mir ist nichts zu holen. Auch ich bin neu und helfe sparen. Ja, alle Welt ist sich im Klaren. Sind Herd und Ofen neu im Haus, ist es mit Unrentabel aus. Die 50er gingen zu Ende und mit ihnen die erste große Wiederaufbauwelle der Nachkriegszeit. Es gab noch genug zu tun, aber es zeichneten sich auch schon wichtige Veränderungen ab. Die Jugend meldete sich zu Wort und zweifelte am Wohlstandsstreben der Eltern als dem einzig wahren Lebenszweck. Die 60er kamen, die Roaring Sixties. Es war das Jahrzehnt der Vietnamkrise, der Ho Chi Minh-Rufe, des Prager Frühlings und der außerparlamentarischen Opposition. Aber es war auch die Zeit der Beatles, der Stones, von Twiggy und dem Minirock. Alles wurde anders. Besser? Tja, das ist ein anderer Film. Die Afrikola-Lust. Die Erde ist ein Paradies mit Afrikola. Lustvolle Gefilde Afrikola-hungriger Gefühle. Die Frau wird Frau und frei. Girl Power, Frauenlieb und Männerfreiheit. Heirat oder Nicht-Heirat, das ist nicht mehr die Frage. Afrikola. Die Augen erzählen der Welt, dass sie verliebt sind. Afrikola. Menschen, die bewusst ihre Zeit genießen. Bei vollem Verstand. Wach und mobil mit Afrikola. Coffee, Tea or Afri. Trink mich. Sexy. Mini. Super. Flower. Pop of Cola. Afrikola. Hallo, hier Bravo, Deutschlands größte Zeitschrift für junge Leute. Die Zeitschrift mit Musik. Let's have a drink. Beer and Pilz. Great. Für den großen und den kleinen Durst. Bärenpilz. Bravo bringt alles über Hits und ihre Bands. Bravo bringt das Aktuellste aus der Welt des Films und dazu alles über Stars. Ja, Bravo, jede Woche randvoll mit Dingen, für die sich junge Menschen interessieren. Mode, Autos, Schönheitspflege. Und am Sonntag ist Abschlussball. Was? Am Sonntag schon? Mach dir bloß keine Sorgen wegen deiner unreinen Haut. Es gibt doch Pascalin. Pascalin. Achtung, Aufnahme. Bitte nicht. Wegen der paar Pickel brauchst du doch nicht so ein Theater zu machen. Es gibt doch Pascalin. Pascalin. Achtung, Aufnahme. Pascalin und endlich reine Haut. Hallo Männer, der tollste Hit, neues Brisk. Neues Brisk hält Männerhaar lässig in Form.
lässig in Form. Ohne Fettglanz. Ohne Strähnen. Lässig in Form. Ohne Fettglanz. Ohne Strähnen. Brisk frisiert machen Sie Eindruck. Neues Brisk. Neues Brisk hält Männerhaar lässig in Form. Mit 18 kommt man auf den Geschmack. Entdeckt, dass es mehr als Freundschaft gibt. Entdeckt die Liebe. Jetzt beginnt die Zeit für Flavor, Vollmilchschokolade. Für alle ab 18. Flavor, nicht zu süß, nicht zu herb. Flavor schmeckt ab 18. In ganz Deutschland wurden Raucher aller Berufe, aller Schichten, jeden Alters gefragt, welche Zigarette aus vielen guten Testmischungen verdient den Stern? Sie rauchten, verglichen, urteilten. Eine Zigarette wurde stets ausgewählt. Sie erhielt den Namen Royal Star. Die Wahl ist klar. Royal Star. Royal Star, der Sieg des guten Geschmacks. Rauchen Sie Royal Star. Zigaretten verschiedener Mischungen wurden hergestellt. Raucher aller Berufe, aller Schichten, jeden Alters beteiligten sich an einem groß angelegten Geschmackstest. Sie rauchten, verglichen, beurteilten. Eine Mischung war stets die beste. Die Siegermischung. Sie erhielt den Namen Royal Star. Royal Star ist der Sieg des guten Geschmacks. Eine ganz neue Zigarette. Mild und dabei doch aromatisch und würzig. Rauchen Sie Royal Star und auch Sie werden sagen, das ist meine Marke. Royal Star, der Sieg des guten Geschmacks. Die Siegermischung. Milch gibt Kraft und frischen Schwung. Milch macht schlank und Milch hält jung. Milch macht munter und macht froh. Wir lieben Milch doch nur noch so mit Nesquik. Ja, Nesquik. Milch schmeckt mit Nesquik wunderbar. Wir trinken sie nur noch mit Nesquik, klar. Milch zu trinken macht erst Spaß aus dem großen Nesquik-Glas. Erst die Milch, dann Nesquik zu, schnell mal rühren und im Nu hat man Nesquik. Nesquik! Nesquik köstlich, warm und kalt. Schmeckt uns allen jung und alt. Nesquik, das neue Nestle-Erzeugnis mit dem Kakao-Feingeschmack. Mit Nesquik trinke ich meine Milch viel lieber. Ja! In aller Behaglichkeit. Die richtige Zigarette. Güldenring. Ja, ich bring's schon. Güldenring ist richtig. Goldrichtig. Güldenring. Die milde Filterzigarette mit der vollen Würze goldener Tabake. Richtig. Eine Güldenring ist goldrichtig. Angenehm, mild und doch würzig. Na, schmeckt's? Auch für Sie. Güldenring. Goldrichtig. Musik.
Nun sehen Sie bloß Herrn Pfiffig an. Wie umgewandelt ist der Mann, so heiter. Und noch gestern war er finster, bös und unnahbar. Herr Pfiffig, haben Sie sich verliebt? Haben Sie geerbt, eine 12 getippt? Nein, ganz was anderes schuf die Wandlung. Natürlich, ärztliche Behandlung. Verkehrt geraten. Nun, Sie sehen im Zimmer hier den Maler stehen. Er sagt, Herr Pfiffig, diese Wand ist schuld an Ihrem Reizzustand. Dies hier erdrückt. Wir müssen eben dem Zimmer frische Farben geben. Die Moral davon ist die, erst Farben schenken Harmonie. Lasst drum vom Maler Rat euch geben, mit neuen Farben neues Leben. Wo raue Männer Lassos schwingen, wo Peitschen knallen, Kugeln singen, da ist es Sitte, wie ihr seht, dass jeder Zigaretten brennt. Das geht sehr einfach und bequem, entspannt und ist auch angenehm. Wo man Geschmack hat und auch Geld, wo jeder tut, was ihm gefällt, da gilt als letzter Schrei die nette, ganz selbstgedrehte Zigarette. Ein solches Hobby zeigt mit List, wie durch und durch verwöhnt man ist. Die Zigarettendrehmethode, die ist bei uns schon längst in Mode. 15 Millionen Zigaretten dreht man pro Tag in deutschen Städten. Ob Maler, Musikus, Poet, ihr Künstlerstolz heißt selbstgedreht. Beim Handwerk schwört man Stein und Bein, die selbstgedrehte muss es sein. Die Hausfrau stopft im Voraus schon dem Gatten seine Rauchration. Selbst amtlich gibt man ein Exempel, wenn Rauchgenuss, dann eigener Stempel. Ob sie gestopft, ob sie gedreht, mach sie dir selbst, Rauchqualität. Der richtige Dreh ist GC. GC, Zigarettenpapier und Hülsen. Nehmen Sie das, bitte dreimal täglich. Immer die alte Leier. An Ihre Gesundheit denken die Menschen erst, wenn sie krank sind. Und dabei gibt's doch genügend Rezepte, um stets auf dem Damm zu bleiben. Gymnastik? Ja, durchaus zu empfehlen. Aber nichts übertreiben. Sehen Sie, beinahe wär's ins Auge gegangen. Es sollte einem nicht bei jeder Gelegenheit gleich der Kragen platzen. Man sollte seine Nerven schonen. Tja, es gibt viele Rezepte. Zum Wichtigsten gehört zweifellos auch eine richtige Ernährung. Das kann ich Ihnen nicht nur als erfahrener Arzt, sondern auch als glücklicher Familienvater bestätigen. Na, sehen Sie sich einmal meine Sprösslinge zu Hause an. Sind sie nicht prächtig gediehen? Ja, es hat schon seinen guten Grund, dass bei uns täglich beim Frühstück angefangen Milch auf den Tisch kommt. Milch ist gesund, nahrhaft und bekommt in jeder Form. Besonders gern greifen wir alle nach Milchmischgetränken. Sie sind ja ganz einfach zu mixen. Ob Sie für die Kinder Fruchtsäfte oder Obst verwenden oder für Fati einen kleinen Schuss Alkohol. Köstlich und erfrischend sind sie alle. Und kalte Platten können sie mit Milcherzeugnissen zaubern. Na, da läuft selbst mir das Wasser im Mund zusammen. Die Augen essen ja bekanntlich auch mit. Ja, und gerade mit Quark und Käse kann man besonders preiswert etwas Wunderschönes, Schmackhaftes und Delikates bieten. Denken Sie mal dran, wenn Sie Gäste haben.
Für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden heißt mein Rezept für Ihre ganze Familie Milch. Täglich Milch. Die Uhr schlägt 6, die Arbeit ruht, ein jeder eilt, um wohlgemut den Feierabend zu verbringen. Mit Kino, Tanz und anderen Dingen. Nicht so ist es bei Schulz und Co. Der Chef diktiert noch im Büro. Die Sekretärin, Fräulein Quast, hat längst ihr Rendezvous verpasst. Vor Müdigkeit ist ihr ganz schlecht. Herr Schulz, wie ungerecht. 8 Stunden schrieb sie wie eine Biene. Sie ist ein Mensch, keine Maschine. Tja, wenn man eine Maschine hätte. Man hat sie ja. Die Stenorette von Grundig, der ein jedermann, solange er will, diktieren kann. Ein großer Vorteil ist dabei, das Fräulein Quast hat abends frei. Jawohl, für beide ist's ein Segen. Sie kann sich endlich einmal pflegen, er kann diktieren ohne Pause. Ob auf der Reise, ob zu Hause, nie müde wird die Stenorette. Wenn Fräulein Quast längst Schreibkrampf hätte, zum Beispiel bei den grauenvollen Aufsichtsratssitzungsprotokollen, wo alles durcheinander spricht. Die Stenorette stört das nicht. Kann man sie entsprechend schalten, um Ferngespräche festzuhalten. Die Steno-Blocks sind abserviert. Die Stenorette triumphiert. Kein Ärger mehr mit ihr. Mit ihm? Wir sind ein Stenorette-Team. Wir sparen Arbeit, Material, Zeit und auch Nervenkapital. Dank unserer Grundig-Stenorette. Ja, wenn sie doch ein jeder hätte. Gäb's kein Diktat mit seinen Leiden, gäb's nur noch Stenorette-Freuden. Ihr seid wirklich undankbar. Na nun, was ist denn jetzt los? War da ein Zauberer am Werk? Nein, Onkel Erich. Und der wusste Rat für die besorgte Mutter. Doch hören Sie bitte selbst. Also bitte schau dir das an. Ich weiß schon überhaupt nicht mehr, was ich noch kochen soll. Meine liebe Martha, du meinst es sicherlich recht gut mit deinem Speisezettel, aber wenn ich dir einen Rat geben darf, probier es doch mal mit Milch. Ja, aber... Ja, mit Milch. Sie ist nahrhaft, gesund und schmeckt. Sicher, Erich, das weiß ich schon längst. Aber ich kann doch nicht nur Milch auf den Tisch bringen. Was heißt denn nur Milch? Du weißt doch selbst, was man mit Milch alles bereiten kann. Schon bei der Suppe fängt es an. Zum Beispiel Tomatensuppe mit Käseklößchen. Für den Rohkostler Joghurt mit Früchten. Als herzhaftes Hauptgericht ein Käseschnitzel oder Omelett mit Käse. Wer Süßes liebt, wählt Reisauflauf oder Quarkspeise mit Rosinen. Als Nachtisch dann Pudding, vielleicht auch Windbeutel mit Schlagsahne. Zum Abschluss natürlich zur Butterschnitte Käse für jeden Geschmack. Und der Genuss wird vollkommen durch ein Milchgetränk mit Früchten. Reicht diese Auswahl etwa noch nicht? Also, probier es mal mit Milchspeisen bei deiner Familie.
will ich jetzt lieber nicht stören. Ja, Milch wirkt eben Wunder. Ein Rat noch für Sie, liebe Hausfrau. Wählen Sie bei Ihrem Einkauf die vielfach preisgekrönten Erzeugnisse der bayerischen Milchversorgung. Es gibt keinen Ersatz für Qualität. Stimmt, es gibt keinen Ersatz für Qualität. Wirklich, es gibt keinen Ersatz für Qualität. Drei Herren ganz verschiedener Art, mit starkem, weichem, hartem Bart, mit spröder und mit zarter Haut, sind von der Marke gleich erbaut, vom Remington Super 60. Die Gleitrollen an den Seiten machen die Remington-Rasur noch glatter und hautsympathischer. Über 500 diamantgeschliffene Schneiden führen in einer Minute 16 Millionen Schnitte aus. Und sie rasieren ohne Schaum selbst diesen weichen Pfirsichflaum. Die zarte Haut wird nicht verletzt. Und sei's der allerzäheste Bart, wie Bürstenborsten stachlig hart, dem Remington erliegt er jetzt. Doch kein Beweis hat so viel Kraft wie der, den man sich selbst verschafft. Verzeihung, ich hörte, jeder kann doch jetzt... Natürlich, jeder kann jetzt kostenlos den neuen Remington Super 60 ausprobieren. Ja, kann man das denn wirklich? Ich meine... Na selbstverständlich, das ist Ihnen ja versprochen worden. Na? Na? Wirklich, es gibt keinen Ersatz für Qualität. Es gibt ja auch nur einen Remington Super 60. Ein alter Ofen, hochbetagt, Herrn Unrentabel sehr behagt. Da werden Kohlen angeschleppt, pro Tag 4 Eimer laut Rezept. Doch alle Heizkraft ist verpufft. Die Kohlen frisst hier dieser Schuft. Ist das gemütlich hier und warm? Ja, dieser Ofen ist mein Schwarm. Das Geld dafür gewannen Sie wahrscheinlich in der Lotterie? Nein, er bezahlt sich von allein, denn man spart sehr viel Brennstoff ein. So sauber ist er und modern. Und wirft nichts ab für diesen Herrn. Denn wo ein Ofen steht, ein guter, neuer, ist's aus mit Unrentables Abenteuer.